Heute geht es um den empfindlichen Bereich Halswirbelsäule und Nacken. Das ist ganz, ganz häufig. Und wenn wir hier Verspannungen haben oder uns mal verlegen haben, dass wir den Kopf nicht bewegen können, dass wir den Arm nicht bewegen können, oder wenn es auch von der Halswirbelsäule her schon, man sagt, Verschleiß gibt, dass also die Finger taub sind, teilweise oder ganz. Und ich kann dir an dieser Stelle auch sagen, das kriegst du alles wieder hin. Ich hatte durch schwere körperliche Arbeit komplett alle Finger taub, ein Dreivierteljahr lang. Das heißt, das hängt nur damit zusammen, dass hier zu viel Spannungen sind und die Nerven, die zwischen den Wirbeln rausgehen, die werden dann beeinträchtigt, jetzt mal so ganz in Kurzform, und dadurch funktioniert dann manchmal unser Körper nicht so, wie er soll. Ja, durch körperliche schwere Anstrengung oder einseitige Anstrengung oder einfach, weil wir nicht wissen, nicht gelernt haben, worauf wir achten müssen, wenn wir schwere Sachen tragen. Also das ist von der Ursache her unterschiedlich, aber ich kenne ganz, ganz viele, die dort Schwierigkeiten haben, und du startest schon morgens im Bett, deswegen hier im Hintergrund gleich unsere Arbeitsfläche. Und ja, wie du das hinkriegst, wie deine Finger und dein Körper funktionieren. Let's start. Also, vor dem Aufstehen kannst du schon hier checken, ja, wie fühlt sich mein Körper an? Sind die Finger alle da? Und du legst dich erstmal ganz flach auf den Rücken, ziehst das Kinn zur Brust, den Nacken lang, ziehst die Schultern immer noch mal schön weit weg von den Ohren. Dreh am besten auch die Handflächen nach oben, dass die Daumen nach außen zeigen. Dadurch ist die Schulter außen rotiert. Und du hast natürlich auch hier ein bisschen Spannung immer mit der Ausatmung in Bauch und Beckenboden. Auch wenn wir liegen, die Spannung im Bauch und Beckenboden und damit der obere Bauch gleichzeitig den Brustkorb flach zieht, ist also immer das A und O, auch im Liegen. Im ersten Schritt ziehst du mit der Ausatmung das Kinn zur Brust, den Nacken lang und schiebst den Hinterkopf ein bisschen gegen die Matratze. Du kannst die Übungen natürlich auch auf der Matte machen, aber wenn du speziell im Nacken, Halswirbel, oberen Rückenbereich Beschwerden hast, dann ist es einfach dein fester Bestandteil morgens, bevor du aufstehst, dass du dich erstmal ausrichtest, mobilisierst und kräftigst. Du ziehst also mit jeder Ausatmung den Hinterkopf fest in die Matratze, das Kinn zur Brust und kannst auch schon ein bisschen die Schultern weg von den Ohren Richtung Matratze ziehen. Mit der Ausatmung ziehst du gleichzeitig immer den Brustkorb flach, ziehst den Bauchnabel zur Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben innen. Und wenn du dich wirklich mal schwer verlegen, verzogen hast, dann wird das schon recht intensiv sein, weil durch diese kleine Bewegung fast isometrisch streckst und kräftigst du die verspannte, verkrampfte Muskulatur. Also immer mit der Ausatmung Hinterkopf fest gegen die Matratze und auch die Schultern und Ellenbogen, also die Oberarmrückseite fest gegen die Matratze ziehen. In der nächsten Runde gehst du einmal mit dem Kinn rechts Richtung Schlüsselbein und ziehst leicht rechts seitlich den Hinterkopf und die rechte Schulter in die Matratze und dann linke Seite. Also das Kinn geht immer seitlich Richtung Schlüsselbein. Der Nacken ist so gestreckt wie nur möglich und immer mit der Ausatmung fest am Hinterkopf so ein bisschen seitlich in die Matratze gedrückt. Dabei die Schultern weg von den Ohren, auch fest auf die Matratze. Hier wird also der Nacken gestreckt und gekräftigt.
Wenn das soweit alles gut geht, dann brauchen wir die Gegenbewegung. Wir lassen die Schultern und die Arme hier fest auf der Matratze und ziehen jetzt einmal rechts und einmal links nach vorn. In der Mitte, Kinn zur Brust, Nacken lang, den Hinterkopf immer wieder in die Matratze. Einmal geht das Kinn wieder rechts Richtung Schlüsselbein, Nasenspitze Richtung Schulter und einmal links und dann wieder zur Mitte zurück. In der anderen Richtung, einmal links nach vorn, einmal rechts nach vorn und wieder zurück zur Mitte. Jetzt lassen wir eine Viererbewegung draus werden. Wir sind. Wir lassen das Kinn links zum Schlüsselbein Richtung Matratze. Dann kommt der Kopf nach vorn, seitlich über die Seite, zur rechten Seite nach vorn und rechts in die Matratze schieben. Links, also Kinn Richtung Schlüsselbein, ist immer die Orientierung. Ist quasi, sind es vier Punkte. Ja, von außen betrachtet sieht es fast wie eine Kreisbewegung aus. Ich bin einmal rechts, Doppelkinn, einmal links, Doppelkinn, den Nacken schön lang gezogen, Kinn zur Brust. Dann einmal links nach vorn ziehen. Die Schultern bleiben aber Richtung Matratze, dass der Nacken lang ist. Ja, so als wenn uns jemand an den Schultern festhält und du ziehst den Kopf so schräg nach vorn. Jetzt ziehst du den Kopf rechts schräg nach vorn. Und das Ganze machst du dann in der anderen Richtung. Das heißt, einmal rechts in die Matratze, einmal rechts nach vorn, einmal links nach vorn, einmal links in die Matratze. Und du kannst das dann nach Gefühl machen. Nochmal für dich als Überblick. Die Bewegungen sind also einmal über die Mitte, Kinn zur Brust, Nacken lang, der Nacken streckt, Hinterkopf fest in die Matratze. Und die Schultern sind immer weg von den Ohren. Schön weg, 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 weg von den Ohren, dass der Nacken lang ist. Die Schultern bleiben liegen und das Kinn geht nach vorn. Das ist die gerade Richtung. Ja, damit kannst du dir vorstellen, die Wirbelsäule, der Rücken, der Nacken wird gerade gestreckt. Unser Körper ist aber dreidimensional. Also haben wir einmal die rechte Seite, wo wir auf der rechten Seite das Kinn Richtung Schlüsselbein ziehen, den Nacken lang, den Hinterkopf hier so seitlich fest auf die Matratze schieben und auf der rechten Seite nach vorn ziehen. Ja, du kannst auch hier die Seiten separat machen, aber immer darauf achten, dass du beide Seiten letzten Endes gleich, auch gleich lange trainiert hast. Dann geht es auf die linke Seite. Immer wieder Schultern von den Ohren ziehen. Links den Hinterkopf fest in die Matratze. Nach vorn ziehen und immer mit der Ausatmung unterstützen. Das ist deswegen wichtig, weil du mit der Ausatmung den Brustkorb flach ziehst, den Bauchnabel zur Wirbelsäule und den Beckenboden nach oben innen. So, dann kommst du wieder zur Mitte zurück. Wenn das soweit alles gut geklappt hat, lässt du nach wie vor das Kinn zur Brust, den Nacken lang, den Hinterkopf fest auf der Matratze. Und schiebst dich jetzt einmal rechts, einmal links mit Ellenbogen und Schulter fest gegen die Matratze. Der Nacken bleibt schön gestreckt, du machst dein Doppelkinn. Die Schultern sind so weit wie möglich weg von den Ohren. Von der Bewegung her ist es so, als würdest du dich hier mit dem Ellenbogen und der Schulter abstützen, um dich auf die andere Seite zu drehen. Schiebst dich aber nur so weit, wie es möglich ist, dass du den Kontakt behältst. Durch diese Bewegung erreichst du den Rücken zwischen und unter den Schulterblättern und streckst gleichzeitig hier den vorderen Schulterbereich. Ja? Wenn du Rechtshänder bist, dann merkst du es bei der rechten Schulter mehr durch die Tätigkeiten, die wir meistens vorn, vor dem Körper unten verrichten, ist also hier der Brustmuskel und die Arminnenseite verkürzt und dem wirkst du entgegen, indem du die Handflächen nach oben lässt, die Daumen zeigen nach außen und du schiebst im Wechsel einmal rechts, einmal links den Ellenbogen fest in die Matratze und
dehnst hier diesen oberen vorderen Brustkorbbereich, kräftigst gleichzeitig den Rücken zwischen unter den Schulterblättern, hinterer Armansatz, du spürst es selbst. Und das machen wir nochmal mit beiden Armen gleichzeitig. Also mit der Ausatmung die Armrückseite von den Handrücken bis zu den Schultern fest auf die Matte schieben. Die Schultern dabei immer weg von den Ohren. Das Kinn zur Brust und den Nacken lang. Dadurch, dass wir hier zwar gestreckt sind, aber unter Spannung arbeiten, kann es trotzdem noch sein, dass so ein bisschen Kribbeln in den Händen ankommt oder dass es eben Taubheitsgefühl oder noch nicht ganz nachlässt. Und das bekommst du dann peu à peu weg, wenn du die Spannung und die Verspannungen herauslassen kannst. Wenn du schon länger komplett eingeschlafene Finger hast, kann es auch länger dauern, aber der Weg ist das Ziel. Lass dich nicht davon abbringen. Es ist genau richtig, um den Nacken und die Halswirbelsäule zu entlasten hier. Aus welchem Grund auch immer dort die Problematik aufgetaucht ist, ist erstmal nebensächlich. Deine Schlafposition und deine Liege-Ruheposition, um diesen Bereich zu entlasten, ist genau so. Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern weg von den Ohren, die Arme möglichst geöffnet liegen lassen. Das kann sogar sein, dass du am Anfang das gar nicht auf Dauer oder für längere Zeit so machen kannst, weil die Spannung an der Arminnenseite zu intensiv ist. Ja? Also entweder die Arme so liegen lassen, dass der Daumen nach oben zeigt oder nach außen. Dadurch hast du die Öffnung, Lockerung, Entspannung, kriegst das Gleichgewicht in die Muskulatur, Schulter, Gürtel, Nackenbereich und schlafen ohne Kissen. Hier in dieser Position flach ohne Kissen. Wenn das am Anfang noch nicht gleich möglich sein sollte, weil die Verspannungen zu groß sind, dann machst du dir ein schmales Kissen drunter oder einfach nur ein gefaltetes Handtuch oder Decke. Manchmal reichen da schon 2-3 Zentimeter, die du hier noch unterm Hinterkopf brauchst vielleicht. Aber gewöhne dich daran, Schritt für Schritt hier ohne Kissen in der Rückenlage zu schlafen, damit sich Rücken, Nacken strecken und in ihre gleichmäßige Position zurückkommen, dass die Muskulatur und das Bindegewebe im Gleichgewicht sind. Das ist also auch die Liegeposition, die du über Nacht immer wieder einnehmen solltest, wenn du einschläfst oder wenn es dir zu intensiv wird, dann wird der Körper von ganz allein die Position wechseln. Ja, und so machen wir gleich noch eine Übung daraus. Stell die Füße nochmal am Gesäß an. Schieb die Hüfte nach oben. Hier hast du eine zusätzliche Streckung im Nacken. Du schiebst die Hüfte so weit nach oben, dass das Körpergewicht Richtung Schulter, Gürtel, Nacken schiebt. Bleib mit der Hüfte ganz weit nach oben mit kleinen federnden Bewegungen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Ah, die Streckung des Nackens ist immer das Wichtigste. Und einmal abrollen. Und du kannst auch über die Seite einmal rechts, einmal links die Schulter von den Ohren wegziehen. Das machst du am besten mit angestellten Füßen hier, damit der untere Rücken fest auf der Matratze ist. Und um aufzustehen, nimmst du beide Beine nicht heran. Drehst dich über die Seite und kommst wieder nach oben. Ja, lass mich gerne wissen, wenn du das ausprobierst, wie schnell du eine Besserung bekommen hast. Ja, im Alltag auch wichtig natürlich immer darauf achten, dass die Schultern von den Ohren weg,
Kinn zur Brust, der Nacken lang, Schulter und Schulterblätter nach hinten unten gezogen sind. Und dann wünsche ich dir alles Liebe. Deine Edda.